Ja, hi, wir sind Julian, Jana und Stella und wir möchten euch unser Projekt vorstellen. Das heißt Jojo, gemeinsam ist man stärker. An diesem Punkt möchten wir uns natürlich auch direkt bei unseren Mentorinnen, Stella, Mentorinnen Norma und Chrissy bedanken und natürlich auch bei der Orga, die dieses Event erst möglich gemacht hat. So, jetzt stellen sich wahrscheinlich alle die Frage, Jojo, was für ein seltsames Wort. Jojo ist japanisch für Freundschaft und da ist genau das. Um diese bei unserem Projekt geht, haben wir uns das als Titel überlegt. Mal zum Überblick, was wir Ihnen heute vorstellen möchten. Das ist einmal die Idee, dann welche Technologien wir verwendet haben und natürlich auch das Gameplay. Sollte das aus irgendeinem Grund streiken, haben wir Screenshots eingefügt. Sollte das Gameplay funktionieren, überspringt die Stella dann freundlicherweise. Dann zeigen wir euch, wo der Code zu finden ist. Und dann zeigen wir euch noch den Ausblick. Achso, ja. Die Idee ist es halt, dass man zusammen, zu zweit mit einem Freund einen bösen Feuerball besiegt. Jetzt einmal, wie kam es zu dieser Idee? Wir sind auf diese Idee gekommen, um halt, damit man auch in Zeiten wie diesen, zu Corona, wo man sich halt nicht wirklich persönlich sehen kann, auch noch Spaß mit seinen Freunden haben kann und sich auch noch connecten kann. Genau. Was haben wir als unsere Technologien eingesetzt? Wir haben auf der Website selbst natürlich JavaScript, HTML und CSS verwendet, was hauptsächlich Jana und Stella gemacht haben, wo die beiden auch noch gar nicht so viel Erfahrung hatten, aber ich muss sagen, ihr habt ganz schön viel geleistet da. Und ich habe quasi die Synchronisierung im Hintergrund mit Golang geschrieben. Ja. Genau, jetzt seht ihr hier so einen kleinen Ausschnitt mal von unserer Arbeit. Ja, das Gameplay überspringen wir jetzt mal. So, dann muss ich ganz kurz die Präsentation beenden. Und hier. Und hier, also das wäre jetzt, das ist unser Startbildschirm. Warte, ich resette das jetzt nochmal am besten. So, das ist unser Startbildschirm. Wenn man der Host ist oder der Gastgeber, muss man zuerst hier seinen Namen eingeben. Da nehmen wir jetzt einfach mal Test. Und dann würde man hier auf Neues Spiel anlegen. Wenn man das dann halt gemacht Man hört dich gerade nicht. Nee, es liegt nicht am Mute. Glaube, kann es sein, dass du zu weit weg bist von deinem Mikro oder sowas? Nee, könnte eigentlich nicht sein. Kann man mich Jetzt. jetzt wieder hören? Ja, Ja, jetzt geht's. okay, gut. Ja, dann wieder zurück. Jetzt hört man dich wieder Jetzt ist nicht. wieder weg. Also, sobald du die Webseite gehst. Okay. Das ist schlecht. Sag mir noch mal was. Dann hört man Jetzt mich? geht's. Ja, Ja. jetzt nicht. Okay. Hier ist es wieder weg. Ah, das ist ungünstig. Ich glaube, es ist am besten, wenn wir das über die PowerPoint machen. Ja. Will dazu. Okay. Okay, also Startbildschirm habe ich ja schon erklärt. Dann wird man, wenn man der Gastgeber ist und seinen Namen eingegeben hat, würde dann dieser Bildschirm auftauchen, wo dann der Pin erscheinen würde, den man seinen Freund oder seiner Freundin schicken müsste. Wenn man dieser Freund oder Freundin ist, dann würde man halt auf das andere Du bist und dann schon würde wieder weg. man zu diesem Ach du Mann. Und dann würde man zu diesem Bildschirm hier geschickt werden. Und da müsste man einmal seinen Namen eingeben, den PIN eingeben und dann los geht's drücken. Dann würde man zum Tutorial kommen. Das ist hier einmal. Ich würde halt willkommen bei Julio, das Spiel, bei dem man Freundschaft gewinnt. Die Regeln sind ganz einfach. Euch wird eine Frage und so weiter und so fort. Und wenn man dann das Tutorial gelesen hat, kommt man auch schon an. Ihr seid die zwei Sterne. Der Stern ist jetzt ein bisschen vom Feuerball überdeckt. Und der Grüne und der Feuerball würde euch dann
die Frage stellen einmal, also welcher Spieler zum Beispiel ist älter. Und dann müssten beide Freunde sich auf eine Frage, auf eine Antwort einigen, zum Beispiel auf Luna oder auf Test. Und wenn sie jetzt Luna... Stella, du bist schon wieder weg. Dieser würde jetzt rot aufleuchten und man dürfte ihn halt angreifen, wenn man die Frage richtig beantwortet hat. Zusammen hat man, können die Spieler sich aber nicht auf eine Antwort einigen und haben zwei unterschiedliche Antworten gegeben. Darf der Feuerball angreifen und der greift doppelt so stark an. Und dann wird ihr halt rot aufleuchten. Habt ihr das Spiel gewonnen, kommt ihr zum Gewinnerbildschirm und könnt wieder reloaden. Und habt ihr verloren, kommt ihr zum verlorenen Bildschirm. Ja, genau. Wo findet ihr unseren Source Code, also den Teil, den Jana und Stella gemacht haben, findet ihr unter dem oberen Link, jujo-frontend, und mein Teil, den Backend-Teil, findet ihr in dem unteren Link. So, jetzt noch zum Ausblick, also das, was wir eigentlich geplant hatten, aber leider wegen der Zeit nicht mehr umsetzen konnten. Als erstes wollten wir mehr Level noch erstellen, das heißt noch eine Level-Auswahl und auch mehr Gegner. Gleichzeitig wollten wir natürlich auch mehr Fragen, weil momentan haben wir ja ein paar, aber nicht sonderlich viele. Wir wollten auch noch mehr Animationen und einen besseren Hintergrund machen, weil wie Sie gesehen haben, ist unser Hintergrund momentan ziemlich simpel. Wir wollten auch bis zu 4 Spieler möglich machen. Die 4 haben wir jetzt mal rechts als Bilder eingefügt. Und wir wollten halt für die Runde ein Zeitlimit setzen, damit man sich jetzt nicht per WhatsApp schnell eine Nachricht schreibt, so ich nehme jetzt das Erste, und dass man sich nicht absprechen kann.